Frau Ruf, jetzt wissen wir, die Zeit von Glenn Meyer zu Luzern ist vorbei. Sie sind ein grosser Teil von seiner Laufbahn hier zu Luzern gewesen. Was bedeutet der Abgang für Sie? Ja, der Abgang ist natürlich sehr bedauerlich. Wir haben eine super Zeit zusammen erlebt und ja, er hat uns auf und neben dem Platz sehr einiges weitergebracht und sehr viel auch unterstützt in Sachen, die man sonst von einem Trainer nicht so kennt. Und von dem her ja, wird ein sehr grosser Teil von dieser Mannschaft und vom ganzen Verein im Sommer weg sein. Und wir geben uns das Beste, um das irgendwie wieder zu kompensieren. Was halten Sie von der Entscheidung von Glenn jetzt aufzuhören? Sagen wir, zumindest im Weg, weil man hat immer das Gefühl hatte, er wird euch noch irgendwie an einen Titel führen, irgendwo in die Champions League oder so. Ja, genau gleich, wie er uns auf und neben dem Platz immer unterstützt hat, unterstütze ich ihn auch bei dieser Entscheidung. Ich stehe völlig hinter ihm. Ich kenne auch halt ihn persönlich mega gut und durch das kann ich den ganzen Prozess mega gut nachvollziehen. Und ja, ich stehe zu 100% hinter seiner Entscheidung und ich werde es unterstützen. Und ja, ich finde es gut, was er macht und dass er das auch durchzieht, auch wenn es gerade niemand von ihm erwartet hat. Oder vielleicht auch einfach niemand aussenstehend das erwartet hat. Glenn Meyer ist ein bisschen synonym mit dem FC Luzern Spitzenfußball Frauen in den letzten Jahren. Wir wissen, er hat das Team geprägt in mehreren Rollen. Zum Teil hat er sogar noch die Matchbericht geschrieben und alles. Wohin geht es mit dem Verein nach dem Glenn? Ja, ich denke zuerst, wir müssen mal einen guten Nachfolger finden. Und ich glaube, wir haben hier in diesem Verein sehr gute Leute, die das synonym ersetzen und auch gut in solche Rollen können schlüpfen können. Es geht ja nicht darum, dass jetzt die gleiche Person wie der Glenn in den Verein kommt und versucht, wieder sein Synonym zu werden, sondern wir bringen das sicher auf die Reihe. Dass halt diverse Leute ihren Beitrag leisten und ich denke, also ich bin positiv, ich denke, das kommt gut. Herr Urech, der Glenn Meyer, seit Jahren hier der Chef in Luzern beim Spitzenfußball. Jetzt hat er sich entschieden zu gehen als Staff-Mitglied. Was fühlt man da dabei? Ja, Verständnis. Ich glaube, er hat einen sensationellen Job gemacht. Und ist für mich nicht ganz überraschend gekommen, der Weg. Und ich mag ihm das gönnen und wünsche ihm viel Erfüllung bei dem Weg, den er wählt. Ja. Sie haben ja schon mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, nämlich auch im Fußball. Der Glenn jetzt doch für eine lange Zeit. Er hat das Team so ein bisschen aufgebaut mit dem Staff, mit den Spielerinnen. Was wird das für den FC Luzern bedeuten? Nein, ich glaube, wir gehen eine kontinuierliche Entwicklung bei Luzern. Vielleicht ein bisschen langsamer als in anderen Vereinen, aber wir gehen den Weg. Und den Weg werden wir weitergehen. Wir wollen Strukturen schaffen, die stärker sind als einzelne Personen. Aber selbstverständlich wird es nicht einfach sein, den Glenn zu ersetzen. Das ist klar. Ja. Der Glenn hat immer gesagt, das Ziel ist, das Team auszubilden und irgendwo hin. Wir sind immer wieder kurz davor gewesen, vielleicht da einen Titel, vielleicht die Champions League Teilnahme. Jetzt geht er, bevor man das erreicht hat, was bedeutet das für euch als Team im Staff-Bereich? Ja, ich glaube, wir sind uns unserer Rolle in dieser Liga bewusst. Ich glaube, um einen Titel zu träumen, das dürfen wir immer, aber es ist sicher ein weiter Weg. Der Cup ist sicher, wie auch bei den Männern, wahrscheinlich das, was am offensichtlichsten ist, aber auch da sind wir eigentlich immer relativ weit weg gewesen. Ja, jetzt will man die Titel ohne ihn sammeln, aber ich glaube, er hat schon Strukturen geschaffen, die uns weitergebracht haben, Stabilität auch in der Mannschaft, die uns immer wieder vorgebracht haben aus Tiefs. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Was wird Luzern ohne Glenn für einen Weg bestreiten ab dem Sommer? Was sind die Vorhersagen von jemandem, der ja noch dabei ist? Ja, ich glaube, das ist eine extrem schwierige Aussage. Ich glaube, es kommt darauf an, was in den anderen Vereinen geht. Da hört man ja auch vieles, was am Tun ist. Und wir wollen schauen, dass wir den Anschluss behalten können. Also ich glaube, da müssen wir realistisch sein, von den Erwartungen auch. Dass wir uns, so wie ich das gesehen, irgendwo im Mittelfeld bewegen im Moment. Und dort wollen wir schauen, dass wir dranbleiben. Ich glaube, da müssen wir schon realistisch sein in der Ausrichtung nach nächster Saison.